Sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. Schon jetzt ist die Stimme von Schauspielerin Lotta weltberühmt. Naja, vielleicht noch nicht ganz, aber bestimmt bald. Die 13-Jährige hat schon einiges an Bühnenerfahrung vorzuweisen, war schon Engel, Buchhändlerin und Zwerg. Mal sehen, was meine Kanzlerin dazu sagt. Sicher wird sie sich das nicht gefallen lassen. Ich freue mich immer, wenn die Lotta auf der Bühne steht, weil ich merke, wie viel Spaß ihr das macht. Und na klar, ich bin auch ein bisschen stolz darauf. Für ihren nächsten Auftritt probt die Essenerin regelmäßig mit Theaterlehrer Benjamin. Ja, Lotta, dann sag mal deinen Satz. Darf ich? Hab Spaß dabei. Darf ich? Sie lebt schon jetzt für die Bühne. Sie blüht auf der Bühne richtig auf. In den 3-4 Jahren, wo wir sie jetzt kennen, hat sie sich so weiterentwickelt. Das wird was. Am allerliebsten würde ich mal bei den Pfefferkörnern mitspielen, weil es so eine Art Kinderkrimi ist. Das fände ich total toll. Im alltäglichen Theater zu Hause gibt es noch weitere Darsteller. Mama Dani, medizinische Fachangestellte. Papa Dirk, Industriekaufmann. Die 15-jährige Schwester Fiona. Den 20-jährigen Bruder Henry. Hund Frieda. Und natürlich Bühnenstar Lotta. Das ist das Ensemble Familie Kleine Kartöfer. Willkommen in meinem Zimmer. Hier seht ihr direkt schon meine ganzen Stifte und ich habe eigentlich noch mehr, aber ein paar stehen hier schon. Und ich habe auch ganz viele Bleistifte in verschiedenen Stärken. Und ich gehe in die Malschule, deswegen stehen hier auch ein paar Bilder. Und bei dem Bild, darauf bin ich sehr stolz, weil da war ich erst 8 Jahre alt, als ich das gemalt habe. Hier steht mein Haus, aber das habe ich nicht aus dem Grund, dass ich damit spiele, sondern ich mache damit kleine Filme und lege da auch Musik hinter und das macht total viel Spaß. Und so sieht ein Film von Lotta dann aus. Seitdem ich 4 Jahre alt bin, mache ich schon Ballett und deswegen habe ich auch eine Ballettstange. Und passend dazu habe ich auch Turnringe und daran turne ich auch total gerne. Und jetzt möchte ich euch noch ein ganz besonderes Familienmitglied zeigen. Meine Schildkröte Kasimir. Ich habe ihn schon seit 3 Jahren und eigentlich stand er immer in meinem Zimmer. Aber nachts hat er immer sehr viel Krach gemacht, deswegen musste der leider umziehen. Manchmal, wenn Lotta in ihrem Zimmer ist, hört sie übrigens Stimmen. Ich brauche deine Hilfe, ich habe ein Problem. Die Schauspieler ihrer Lieblingsserie Rentner-Cops erkennt sie immer sofort. Die Rentner-Cops gucken eigentlich nur Mama und ich. Bestimmt wird das einige eigenartig, aber das ist mir egal. Fürs Duell ganz und gar nicht egal, aber ist Lotta hat Ohren wie ein Luchs. Hey Elias, hör gut zu. Gegen mich bleibt dir am Ende die Stimme weg. Und wenn ihr noch mehr coole Videos sehen wollt, geht direkt hier weiter und lasst natürlich ein Abo da und aktiviert die Glocke. Dann verpasst ihr gar nichts mehr.